Hi Leute, willkommen zurück zu Risen. Na, habt ihr auch so viel Bock wie ich? Ja, ich hoffe es doch, weil wir heute noch ein paar Altlasten erledigen wollen. Hast du schon mal von der Insel der Toten gehört? Hast du schon mal von der Insel der Toten gehört? Klar, das ist ein alter Mythos. Vor langer Zeit schickten die Eingeborenen ihre Ahnen dort zur letzten Ruhe. Heute sagt man, diese Insel wird von Untoten heimgesucht. Denn kein Lebender kehrte je von dort zurück. Naja, ich habe gehört, dass es dort einen Weg gibt, um in die Welt der Toten zu gelangen. Wenn mir das gelingt, könnte ich mit dem Geist deines Vaters reden. Er hat bestimmt einige Antworten für uns. Hast du nicht zugehört? Ich sagte, es ist nie jemand von dort zurückgekehrt. Du musst ja nicht mitkommen. Werde ich auch nicht. Und höchstwahrscheinlich auch sonst keiner aus der Crew. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Ei, Captain. Das heißt, den Scheiß müssen wir dann alleine machen. Hier, Insel der Toten und da Sturminsel. Das heißt, hier ist dann vermutlich der Wassertempel, ne? Ja. Oder hier, wo diese komische Welle ist. Das kann es natürlich auch sein. Ja, ich habe voll den Spoiler raus. Oh, lololol, ich bin so intelligent. Hier ist eine halbe Schnacke. Warum ist hier eine halbe Schnacke? Nur eine halbe, ne? Gut, wo gehen wir denn jetzt hin? Ich bin so aufgeregt. Ne, wo war das denn, wo wir eigentlich noch hin mussten? Bucht von Marakai, ne? Da, wo die Kaputten wohnen. Vermutlich kriegen wir da auch die letzte Maske. Wenn wir da irgendwie uns noch ein bisschen schlau anstellen, dann klappt das vielleicht. Ja, ich möchte die andere Zwischensequenz auch gerne beenden. Unterbrechen, wie auch immer. Venturo, ey. Komm mit. Natürlich. Ja, Sigi. Kommst du mit oder was? Jawohl. Vacaciones. Moin. Ich habe die Gräber eurer Ahnen geheilt. Die Masken befinden sich nun wieder an ihrem Platz. Damit hast du den Marakai eine große Ehre erwiesen. Dein Handeln soll nicht unbelohnt bleiben. Nimm diese legendäre Rassel als Zeichen der Freundschaft. Ich sag nichts dazu. Garcia ist tot. Das ist gut zu wissen. Danke für diese gute Botschaft. Ich hoffe, unser Volk wird sich bald von dieser Verblendung erholen. Es hat schon zu lange gelitten. Jetzt ist hoffentlich bald die Zeit für die Freude. Keine schlechte Idee. Doch für eine Feier ist es noch ein bisschen zu früh. Die Kraft eines Kriegers wächst mit der Stärke seiner Begleitung, Gucho. Sei deinem Herrn ein guter Gefährte und die Zukunft wird uns allen nur Gutes bringen. Alles klar. Wird gemacht. Mögen unsere Völker noch lange in Freundschaft voneinander sprechen. Oh ja, hätte ich auch Bock zu. Nee, Risen 2 ist für mich so ein Spiel, wovon ich erstmal keine Ahnung habe und da zweitens richtig schön hart auf die Fresse fliege, sehr oft. Und ihr wahrscheinlich euch dann im Kreis dreht und in den Arsch beißt, was ich hier alles wieder nicht sehe oder nicht mache und wo ich mal wieder eine falsche Verknüpfung in meinem Kopf geleistet habe. Oder dass ich mal wieder irgendeine Knarre nicht auf meine Liste gezogen habe. Zum Beispiel hier die 1. Ist das der General hier? Kann auch nicht mal nachgucken, ob es der exotische CG oder ein General ist. Apropos, neulich als wir bei Arne waren, haben wir wirklich Grudizio gemacht. Mit diesem Schwert hier kam der Typ an. Und der hat uns dann... Das ist eigentlich witzig genug. Und er hat nämlich so... Wie heißt es? Chorizo-Würstchen hat er dabei gehabt. Die waren so ein bisschen scharf hinten dran. Und die waren aber geil. Und Laudings hat dann gesagt, das ist jetzt hier Chorizos Reise ins Zauberland. Und das fanden wir alle hyperlustig. Chorizos Reise ins Zauberland. Oh ja. Ach Mensch, Kinder, ich kann auch hier Venturo, glaube ich, gar nicht mitnehmen, oder wie war das? Der muss dann außerhalb der Barriere bleiben. Nur für Spieler und Prominente. Tut mir leid. Oh ja. Okay, wie ist es sonst bei euch? Habt ihr Spaß am Leben? Ein bisschen Affen abknallen oder so? Seid ihr dabei? Halte durch, ich komme! Halte durch, ich komme! Oh, du bist ein nice Boy hier. Warum habe ich Venturo nicht mal früher schon mitgenommen? Das ist ja schon ein geiler Kerl, ne? Aber eben nicht so cool wie der eine, der einem auch so richtig geile Donnerstöcke zusammenbauen kann. Ne, warte, ich habe das doch hier... Habe ich hier nicht geklärt eigentlich? Dann kann er ja jetzt mit, oder? Ich habe doch hier geklärt. Und wie ich geklärt habe. Venturo, komm mit, ich habe geklärt. Du hast gar nicht geklärt, du tust jetzt du so. Und dann brennt er nieder.
Immer diese gruseligen Veranstaltungen hier. Hallo. Und jetzt sind wir wieder draußen. Ja, bei Tage ist das hier viel schöner. Gucken, ob Harambe wieder da ist. Wenn ja, sofort Dicks out. Geht nicht anders. Nee, nee, aber da sind irgendwelche Brutmuttern. Auch nicht schlecht. Bin sofort bei dir. Oi! Das ging schnell. Es ging schneller, als ich dachte. Zack. Da ist er. Leute. Halte durch, ich komme. Ich will jetzt ein bisschen andächtig sein. Oh, er beißt. Beißen oder boxen? Aber man merkt schon, dass ich hier ein bisschen auf Zähigkeit gegangen bin. So ein Affenpunch, der hätte mich vorher wahrscheinlich zerstört. Alter, was ist Venturo eigentlich für ein Gangster, ey? Der kämpft ja besser als ich. Und der macht doch mehr Schaden als ich. Venturo, wie geht's? Wie schätzt du unsere Lage ein? Die Gegend hier ist ein Moloch. Fast so übel wie die Schwertküste. Passen wir besser auf, dass wir hier nicht als Alligatorfutter enden. Ein Moloch. Ich habe gerade an was anderes gedacht, als ich das hier gesehen habe. Tja. Und ihr werdet nie erfahren, an was ich gedacht habe. Lull. So, Knarre raus. Und rein in die gute Stube. Jetzt haben wir ja... Wo habe ich die Hand? Ja, hier auf 5 habe ich die gesetzt, ne? Guck mal, jetzt kann ich hier nämlich so zaubern. Nee, 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 nee. Ihr sagt, ich kann hier mit der Hand noch was machen. Ich kann damit irgendwas verprügeln. Nein, Maddie, nicht hier. In der Strandbar. Acapulco. Pff. Ja, das ist cool. Ich sehe jetzt hier nichts, womit ich interagieren könnte. Ach da, Schalter. Dafür muss ich einmal rechts klicken. Und dann geht's ab. Schaut mal einer an. Oh, Baby. Und ich bin froh, dass es hier kein Absprungplatz ist. Keine Kante, wo man runter muss. Weil dann kommt Venturo nämlich auch mit. Und bleibt da nicht stehen. Nichts gegen Venturo, aber ich kenne euch doch. So, Idolrücken wegnehmen. Und gucken, welche Tür sich öffnet. Wie kommen die Affen hier rein? Wie kommen die Affen hier rein? Ich weiß es nicht. Schmeiß den Typen raus. Der sieht nicht, dass wir hier essen. Paddy on Tour. Okay. Kein Laser. Also wenn ich denn schon hier reingekommen bin, dann muss ich doch hier irgendwo einen Schalter haben oder irgendwas, wo ich drücken kann, ziehen kann. Alles sowas. Ist da irgendwas? Nee. Tja, dann nicht. Dann eben nicht. Wie schätzt du unsere Lage ein? Beschissen. Weil wir hier in die Sackgasse gegangen sind. Hey, die hast du nicht gesehen, da ist irgendwo ein Schalter, wo du den nicht gesehen hast. Das ist jetzt egal. Ja. Mit jedem Mal, wo ich sage, mir ist egal, was da und da passiert, verliere ich einen Zuschauer. So. Das ist eine Regel. Ich sehe nichts. Venturo, geh mir bitte aus dem Weg. Dankeschön. Okay, jetzt geht das hier nämlich auf. Ja, gut, dass ich solche Idole einfach mal so mit habe, ne? Kann man ja nicht genug haben. Okay, jetzt ziehen wir mal den Hebel. Ich weiß nicht, was das bringt. Ich sehe einen Hebel, ich ziehe ihn. Ich bin... Der Hebel macht einfach nur zu. Na gut. Hebel ziehen. So, machen wir es mal so. Oh ja. Wenn es eine Animation dafür gibt, dann war es richtig. Jetzt haben wir hier wieder ein Idol. Tada, dankeschön. Und jetzt geht vermutlich das hier auf. Jawoll. Wupp, 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 wupp. Ah! Wird er eigentlich auch richtig schön zersägt, wenn das da passiert?
ich würde mal mich interessieren, was Venturo dann sagen würde. Würde er auch sagen, so ein Idiot. Vermutlich. So, und da wir hier keine Leerverkäufe machen, muss ich jetzt das andere Idol auch noch mitnehmen. Und dann hole ich mir so. Dankeschön. Oh Mann! Okay. Witzig. Ich gehe mal hier runter und gucke mich mal um. Hallo! Na, was läuft? Hier ist Gold. Ein Speer. Und noch mehr Gold. Von diesen ganzen raffsahnigen Shaganumbi. Die heißen nicht alle Shaganumbi. Ja doch, bei mir schon. Gebüms. Die zwei gekreuzten Donnerstöcke. Ist entweder ein Name für so einen Bud Spencer Film oder für ein Porno. Ding. Ah, da hinten geht's auf. Ja. Bin froh, dass Venturo auch mitgekommen ist, ne? Bones hätte sich ja wieder nicht getraut. Er hätte gesagt, nein, also. Der Tod fegt über das Land. Wie wir ihm das scharfe Zeug zu essen gegeben haben. Tja, da guckst du, wa? Jetzt muss ich aber erstmal hier wieder eine Energie aufladen. Wir haben ja genug Schnaps dabei. Schnappes. Okay, jetzt müssen wir gucken, ob Venturo da rüberkommt. Das ist auch eine Frage. Eieiei. Ich habe einen neuen Lieblings-NPC, weil er das kann. Die anderen hätten es alle nicht gekonnt. Warte mal, Kitzel, Verschuss 85, 90. Das kriege ich doch wohl hin. Ring der Gier? Nee. Das, guck mal hier. 195. Eine riesige Kiste. Nee, das ist alles Quatsch. Okay, dann das. Nee, nee. Eins, zwei, drei. Hierbei könnte es sich um Eisen handeln. Machen wir jetzt mal hier die Magnetprobe. Eins, zwei. Eins, zack. Und dann die alle. Au ja. Stählerner Groll. Der ist gut. Nimm alles. Ist der besser? Es sei denn, das ist so ein... eine Hiebwaffe? 55 bis 90. Hiebwaffen plus 20. Jetzt weiß ich nicht, was besser ist. Ich kriege ja einen Bonus auf den Skill, wenn ich den General aktiviert habe, ne? Ja. Und hier habe ich den Bonus auf den Skill plus 5 nicht, aber dafür macht der 5 mehr Schaden. Das heißt, ich mache hier im Endeffekt... wie viel mache ich Minus? 10. 10 mache ich Minus. Ich will nur immer nicht Minus machen. Leute, wir müssen immer Plus machen. Wenn ich höre schon, dass ich Minus mache, dann will ich die wieder nicht. Und ihr sagt zu Recht, dass diese Masken gar nicht bei den Menschen, bei den Ausgrabungsstätten sind, sondern nur bei den Piraten, die die Sachen geklaut haben. Und die Masken sind mir vollkommen Wumpe jetzt mittlerweile, ne? Das interessiert mich gar nicht mehr. Okay, wir haben noch eine andere Altlast. Ich könnte mir vorstellen, dass sie hier noch sind. Da. Dass ich die da nochmal holen kann. Weil da irgendein Gangster sich verdünnisiert hat, den man erst aktivieren kann, wenn man mit dieser Tante da gesprochen hat. Oder sowas in der Art. Weiß ich nicht. Egal. Es wird. Gut. Dann gehen wir jetzt auf die Insel der Stürme. Die Sturminsel. Da müssen wir jetzt nochmal hin. Und da haben wir glücklicherweise, glaube ich, einen Warp-Punkt genau da, wo wir ihn haben wollen. War das da? Ja, Lufttempel. Da hatte ich ja einige Sachen nicht gefunden, ja. Und ich habe ja hier auch einen kompletten Sarkophag ausgelassen. Glaube ich. Könnte sein, dass ich das habe. Aber dann wiederum habe ich, glaube ich, woanders schon ganz viele Idole gesammelt. Deswegen sollte das nicht so schwierig sein. Okay, genau. Hier fehlt mir nämlich was, damit ich hinten weiterkomme. Und hier haben wir zwei Kammern. Das bedeutet doch eigentlich für mich, dass links und rechts irgendwo die Gegenstände auch sein müssen. Das war zumindest immer so. Wollen wir mal jetzt nicht diesem Spiel zu viel zumuten. Guck mal da. Mir fehlt das passende Ding dafür. That's what she said. Ich eier mal ein bisschen mit dem Teil hier rum. Kann ich den Speer einfach auf mich ziehen? Kann ich hier irgendwo hinten einen Hebel
aktivieren. Nehmen mit. Nee, aber ich muss diesen Sarkophag ja auch irgendwie öffnen. Den kann ich ja nicht mit der Hand öffnen. Also nicht mit der Hand, sondern mit den richtigen. Dafür müsste ich dann halt schon mal in die Trickkiste greifen. Obwohl Trickkiste heißt es ja nicht, wenn ich einfach nur... Und was auch schön ist, diese Hand macht auch Licht. Das heißt, wenn ich irgendwo mal Dunkelheit habe, dann nehme ich einfach die Händchen raus und dann sind wir soweit. Ja, Sarkophag. Ach, das steht noch nicht mal leer. Der ist voll. Trank des Schützen, Rubin und Fechtschwert. Klasse. Merkt ihr jetzt, ne? Da ist nichts drin, was ich brauchen könnte. Könnte sein, dass ich noch einen übersehen habe. Ich habe so vieles übersehen hier. Da ist nichts. Da ist nichts. Und es sind auch so viele von diesen Tempeln noch auf Takarigua. Überall sind die noch. Und wir sind ja der letzte Piratenkapitän. Das heißt, alles hängt von uns ab. Die Inquisition macht sowieso nichts. Das sind alles fette Schweine. Faule fette Schweine. Um nicht zu sagen, richtig fette, fette Faulschweine. Faul, fett. Fett, faul, Schweine. Okay. Hebel. Ja, damit. Klick. Tada. So geht's doch auch. Und jetzt haben wir hier vermutlich nichts. Heute nichts. Eine Fluchpuppe und ein Idol. Das bedeutet, ich habe die Hand von vornherein gebraucht hierfür. Ich meine... Eieiei. Ich meine, im ersten Risen konnte man bei solchen Geschichten ja immer mit einem Bogen oder so auf irgendwas schießen. Ja, aber umso besser, dass ihr mir gesagt habt, dass ich dann einen Sarkophag vergessen habe. Siehst du, das hat alles eine Bewandtnis. Hätte ich den Sarkophag nicht vergessen, hätte ich jetzt gesagt, wäre mir doch vollkommen Wurst. Hier komme ich nicht mehr hin. Und jetzt habe ich mit der Hand des toten Donneraffen diese Situation hier einfach mal geklärt. Speer, Statuette, ein Jadestein und noch mal ein bisschen Wasser. Dankeschön. Hui! Eine Fluchpuppe. Damit kann ich meine Feinde verfluchen und schwächen. Ja. Also Ausbeute sieht anders aus, aber es ist immer noch besser als Fritten aus der Mülltonne. Und mit diesen Worten sage ich, macht es gut. Tschüss.